Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 6. und vorletzten Etappe des Lechwegs unterwegs. Startpunkt ist Höven und Zielpunkt ist Pflach. Die Wanderung hat knappe 12 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist, dann bleibt dran. Gut. Hallo, noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel, in Pflach. Die Tour hat uns gut gefallen, vor allem sie hatte nur 12 Kilometer, viele Wanderer laufen da auch bis Füssen durch. Das wollten wir nicht, wir haben ja Urlaub und wollten uns mit 30 Kilometer und 1000 Höhenmeter auch nicht stressen. Auf dieser Wanderung kommt man an einer Kapelle vorbei, den Namen weiß ich jetzt nicht, Sarah auch nicht, hat einen ganz komischen Namen.
und man kommt am Frauensee vorbei. Dort kann man auch einkehren. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Wenn euch diese Wanderung bzw. das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf der 6. und vorletzten Etappe des Leschwegs unterwegs. Sarah und ich sind heute auf der 6. und vorletzten Etappe des Leschwegs unterwegs. Startpunkt Höfen. Hallo Leute, noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel, in Flach. Die Tour hat uns heute auch wieder gut gefallen. Es waren zwar nur 12 Kilometer, aber das war auch gut so. Wir hätten auch uns, noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel, in Pflach. Ist dunkel geworden. So, noch etwa 3 Kilometer, dann sind wir in Pflach. Die Tour hat uns gut gefallen. Sie war auch relativ kurz, von 12 Kilometer. Denn wir wollten nicht direkt nach Füssen durchlaufen, ansonsten müssten wir nämlich 30 Kilometer laufen. Und das wollten wir nicht und haben es deswegen auch gesplittet. Auf der Tour kommt man an der Ich habe den Namen vergessen.